Wir schreiben den 21.06.21. Es ist der längste Tag des Jahres. Genug Tageslicht also für ein paar Funde. Die Sonne geht auf, irgendwo im Schlaubental. Zeit zu cashen. Guten Morgen und willkommen morgens 4:30 in Deutschland. Wir haben heute den längsten Tag. Sommersonnenwende. Und seit einigen Jahren hatte ich schon immer mal vorgehabt, während der Sommersonnenwende, also im längsten Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu cachen. Mal gucken, wie viele Cache man finden kann. Leider ist es immer schwierig, passende Runden zu finden, aber ich bin heute beim Schlaubetal rundherum. 111 Dosen plus einem Bonus. Und Günther, du bist schon am frühen Morgen so selten dämlich. Geh außenrum, rumgehen. Darum, hier rum. Stupido, Alter. Ja, Dummi-Du und meine Widrigkeit sitzt hier am frühen Morgen am Arsch der Welt mitten im Schlaubetal und suchen ein paar Caches. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, knallen wir erstmal schnell das Intro rund. Also, für alle, die das Schlaubetal noch nicht gemacht haben, eine große Spoilerwarnung. Wir versuchen heute 111 oder 112 Caches an einem Tag zu finden. Mal gucken, wie es läuft. Mein Cache-Mobil lasse ich an der ersten Station stehen. Hier haben wir so ein Schild, was nicht mehr mit einem Cache zu tun hat. Das ist wirklich ein stinknormales Schild. Außer, dass natürlich das Symbol drauf ist. Ja, jetzt sind wir endlich mal da. Und hier haben wir das erste Verdächtige. Baby. Wubu. Oh, guck mal, Günther. Also gleich zum Start so eine dicke Bombe jetzt hin. Liebe Geocacher, ich, der Owner Iron Man Hawaii 2003, freue mich, dass ihr den Weg in unser reizvolles Schlaubetal gefunden habt. Okay. In den vergangenen Nacht, ja, habe ich viel Schweiß, Blut und Tränen investiert. Glaube ich dir, sowas ist echt schwer zu halten, so eine große Runde. Okay. Wir haben hier einen Greifer, den kennen wir ja schon irgendwo her, ne? Okay, dass wir jetzt hier nicht Pettlinge sammeln, überrascht mich ein bisschen. Ich habe echt gedacht, die sind mehr so Pettlinge. Ja, jetzt richtig viel. Lesen wir erstmal durch. Eigentlich läuft ja die Zeit, ne? Tick-Tack. Wir wollen ja heute so viele Caches wie möglich schaffen, aber gut. Eine Bitte, geht sorgfältig mit dem Automaten um, damit euer Nachfolger auch Spaß damit haben. Der Bewegungshebel ist einfaches Plastik. Ja, also das muss man immer, also das ist ja einfach nochmal der Hinweis, dass man nicht alt kaputt machen soll. Ne? Ist halt nur Plastik. So, off. So, und da muss ich jetzt hier eine Münze einwerfen. Also gleich so eine Geschichte hier. Frühen Morgen. Ich bin zu dusselig, um den hier zu bedienen wahrscheinlich. Die Münzen. Das ist hier wirklich ein Ruhedorf und das ist ja, als wenn ich gerade die Oktoberfest klopfe, Leute. Okay, hier haben wir eine Zahlenkombination. Also, wir sind ja jetzt schon 5 Minuten beim ersten Cache. Geht das rechnerisch überhaupt dann auf mit 111 heute? Fies wird jetzt natürlich, wenn die ganzen Eier, die da drin sind, alle unterschiedliche Codes haben und einer stimmt. Was sage ich? Ach doch. Gut.
Also der Owner ist doch nicht so fies, wie ich gedacht habe. So, wird ja echt zu früh hier. Zack. Wendet Ei. Ach, hier CDs. Ja, CDs habe ich auch dabei. Können wir gleich mal austauschen. Hier ist ein Faultier. So ein Schnickschnack. Bring mich bitte Richtung Osten. Okay. Ja, du bist doch schon im Osten hier. Und das Faultier. Ich habe hier auf jeden Fall ein TB. Fangen wir gleich mal mit ihm an. Dieser hier. Der ist von einer Pfadfindergruppe. Und ich glaube, für Pfadfindergruppen ist das schlaue Teil perfekt. Dies ist kein Tauschgegenstand. Das ist der Jongas Ferdi TB. Fadi. Der Jongas Fadi TB ist ein Travel Bug. Unterwegs von Cache zu Cache. Und der gehört einer Pfadfindergruppe. Ja, alles weitere kann man auf der Seite von dem Cache lesen. Ja, auf jeden Fall hier haben wir Jongas. Ja, Jongas Pfadfinder TB. Und der kann hier drin bleiben. Eine große selbstgemachte Platte mit dem Symbol des Pfadfindervereins. Ich habe auf der Seite geguckt, ihr müsstet irgendwo aus dem Westen kommen. Willkommen im Osten. Und willkommen bei der ersten Station, dem ersten Cache des Schlaubetal rundherum Power Trails. So, drin hier. Und jetzt machen wir das hier auf. Das geht ja schon mal gut los. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier beim Cache war. Also 10 Minuten haben wir jetzt hier bestimmt verbracht bei dem Cache. Das wird knapp, wir müssen uns jetzt ranhalten. Zeit ist Cash und wir wollen ja heute die ganze Runde schaffen. Eigentlich steht auch in der Beschreibung drin, man soll die Tour nicht versuchen an einem Tag zu machen, weil man sonst viel zu viele schöne Sachen verpasst. Aber ich bin ein verrückter Geocacher und stehe auf Herausforderungen. Deswegen machen wir das heute in einem Stück. Also was hier auch wirklich an künstlerischer Arbeit drinsteckt, ja? Nicht nur das Ingenieursding hier, das zu bauen, sondern auch noch richtig schön bemalt, ne? Liebe zum Detail, überall das Geocaching-Symbol und natürlich hier auch so. Das ist, macht jetzt schon Spaß, hier zu sein. Das Schlaubetal ist teilweise Quarantänezone. Es gibt ja nicht nur für Menschen mit Corona, sondern für die Wildschweine gibt es auch die afrikanische Schweinepest 2021. Wir haben ungefähr 30 Kilometer vor uns 112 Dosen. Erste hier gefunden und laufen jetzt in die Richtung. Und los geht's. Also, viel Spaß bei GeoBastards auf dem Schlaubetal-Trail. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wir werden heute gucken, wie viele Caches man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schaffen kann. Also ich schätze mal so um die 100 werden schon drin sein. So, ich bin jetzt die ersten 300 Meter durch den Wald. Und ey, wir wurden jetzt schon von einem Geschwader von Mücken angegriffen. Frühen Morgen, die fliegen hier überall rum. Da kann ich stehen bleiben. Wo ist die nächste Dose? Mitten auf dem Feld. Ja. Oh, Alter, ich sehe nachher aus wie ein Elefantenmann, wenn die Viecher mit mir fertig sind. Okay. Steht ja immer in jedem Cache drin, ne? Mücken und so aufpassen, nervt halt. Ja, ihr hört dazu, das ist halt Naturschutzgebiet, Schlaubetal hier. Haben die vom Aussterben bedrohten Mücken ihren letzten Rückzugsort, um Geocacher auszusaugen. 45 Meter. Alter, so viele blöde Mücken. Na, ich erwischt. Wird jetzt echt mal interessant, hier ist nichts. Also das ist nicht da vorne bei den Bäumen, sondern das ist auf der Seite irgendwo. Ah, Mann. Fuck, scheiß, deine Pest. Pestkäse, Mann. Er kriegt doch die Schweinepest hier. Hört doch mal auf, den ist so... Bah! Jetzt stehe ich Schnauze voll, so Abbruch. Reicht. 5 Meter gelaufen, Alter, und die ganzen Beine sind voller Mücken. Das Gute ist, wenn man die erschlagen hat, am besten kleben lassen, weil dann an der Stelle keine neue mehr hin kann. Das kann doch nicht wahr sein. Du Monster, Alter,
Es war fit werden. Was abgehangen. Ja, das ist gut. Ja, ist das Binder? Ja. Oh. Platz. Mach Platz, bevor die Mücken uns fressen. Nein. Aber auch extra so hingelegt wahrscheinlich der Stein, ne? So, Schlaubeteil geschafft. Komm Günther, wir holen uns jetzt die 111, die im Grunde genau in der anderen Richtung liegt. Und dann haben wir den ersten und den letzten, muss auch reichen. Das ist übrigens auch der Hinweis, dass wir auf dem Weg bleiben. Ist hier was? Okay, ein sehr mutiges Versteck. Aber im Grunde auch nicht zu übersehen, ne? Ein Tempel und da ist die Dose. Mann, das erschwert die ganze Geschichte hier noch mehr. Nicht nur, dass ich Zeitdruck habe, nee, auch noch verkackte Mücken, die ihn stechen. Ja, da wäre ich fast aufgetreten, oder? Den Cash. So, also ich habe jetzt schon so eine Krawatte. Schön hier, sehr schön. Voll mit Ungeziefer. Mama always said you'd be the chosen one. One million, you got that. Hier sind überall Steine. Ja. Der Hinweis lautet, such den Eingang zur Höhle in Dickey. Suche unten, aber nicht zu weit unten. Boah, was habe ich mir nur dabei gedacht? Da habe ich schon rumgewühlt. Vielleicht dahinter, ist ja nicht ganz oben. Also wir haben es jetzt kurz vor 6 Uhr. Ich habe jetzt 2 Caches gefunden. Wenn es heute noch was werden soll, muss ich schneller werden. Ich werde glaube ich hier abbrechen. Das ist Nummer 3, der erste DNF. Das ist Geocaching. Da liegen Frust und Freude sehr nah beieinander. Boys trying to tell you there's something you should know. I said you were fine, but today you're so low. And times like this makes you wonder if you ever know the meaning of the things that's not dear to the others. Wives, sons, and mother, father, sisters, and your brothers. But you wish you didn't find them, you wish you didn't think. Your next paycheck or the next little drink. Well, you do make up your mind, go on. When you woke up this morning, everything you had was gone. Krass, der kam gerade rausgesprungen. Ja, umgedrehter Magnetismus soll hier der Trick hinter dem Ganzen sein. Zeit zu sparen, habe ich meinen Stift sogar an der Schnur. Aber ich glaube, das ist nicht mein größtes Zeitproblem, sondern das Cash finden. Natürlich ganz wichtig beim Zurückpacken. Mit dem Magneten nach unten, sonst funktioniert die ganze Spielerei nicht. So, mal gucken. Komm, hüpf nochmal. Nochmal, komm. Komm. Tickisch. Hup. Ja, coole Bastelei. So, wir haben es jetzt 7 Uhr. Und das gerade war die Nummer 9. Ja, um 7 Uhr wollte ich schon mal erzählen sein. Wir hinken ein bisschen hinter meinem Plan nach. Pläne sind dafür da, um schief zu gehen, ne? Wir wollen ja einfach mal Selbstversuch starten und gucken, wie viele Caches man wirklich schaffen kann. Und da gehören nun mal DNFs dazu, was mich immer noch ärgert. Hier ist auch der unser nächster Cache. Die Nummer 10. Und dann haben wir noch 101 vor uns. Also 102 mit dem Bonus. Also der Hinweis war, mach mal Pause. Den Hinweis befolge ich. Denn bei so einer Hitzewelle, die wir jetzt gerade wieder haben, ist ganz wichtig, viel trinken und nicht nur Gin Tonic. Aber ist ja auch keine Hitzewelle, die wir haben,
Das ist zu warmi. Ja, ich weiß, der kommt ganz flach, aber ich fand ihn lustig. Da hinten sehe ich ihn doch schon. Nummer 14, weiterer DNF. So viel dazu. Also, kann sein, dass ich, weil ich ein Kerl bin, da zu viel rein sollte, aber ich bin doch auch so in der Bau zu dicke, fette Arschbacken. Ja. Und genau in der Mitte zwischen den Arschbacken könnte ich pötten. So, wir sind unten. Wie jetzt egal. Eine Schraube. So, und der Trick ist jetzt, wenn man hier Magnet dran hätte, würde natürlich am Rand hängen bleiben. Ich denke mal, der hat einen Magneten da drin. Und so können wir das hier rausholen. Kommen wir mal zu einer Frage an euch. Also ich werde ja heute, hoffe ich mal, mein Tagesfund-Pensum knacken. Also ich glaube, mein Rekord liegt bis jetzt bei 40 Dosen, die ich am Tag mal geschafft habe. Oder 50. Ich glaube 50, das war mit Zeunka. Das war so eine Leiter- und Angelrunde. 50 irgendwie so in dem Dreh. So, das hoffe ich ja heute zu knacken mit 100 mindestens. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele Caches habt ihr an einem Tag geschafft? Innerhalb eines Kalendertages Caches gefunden. Wo liegt da euer Rekord? Und waren das halt nur Tradis, waren Multis, waren Rätsel? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, so zu wissen, wo der Durchschnitt so liegt. Weil das ist schon eine Hausnummer, ne? Für eine Tagestour. Also vielleicht gibt es ja auch irgendeinen von euch, der sagt, ey, kennt ihr einen, der hat wirklich den Weltrekord aufgestellt. Deswegen nicht. Also in Amerika habe ich mal von gehört, sollten einen riesigen Trail geben, wo die Amis, wie sie nun mal drauf sind, ne, die McDonalds-Fratzen, mit dem Auto langfahren. Heißt, die fahren wirklich eine Strecke mit dem Auto, springen raus, holen die Dose, loggen die, fahren weiter und legen immer die Dose bei der nächsten Dose hin. Also verschieben den ganzen Trail um eine Dose. Das ist halt anscheinend die Art, wie man in Amerika einen Powertrail macht. Aber hier in Good Old East Germany, da machen wir zu Fuß. Und zu Fuß geht es auch nächste Woche weiter. Schaltet dann wieder ein und erfahrt, ob die Mücken uns endgültig in den Wahnsinn treiben. Verdammte blöde Drecksmücken, Mann! Und ob wir die 100 Caches bis zum Einbruch der Dunkelheit schaffen. Zwischen Verzweiflung, Wahnsinn, einem warmen Sommergewitter und Erschöpfung. Und nicht vergessen, nach dem Cachen ist vor dem Cachen.